Die Mitte Europas im zweiten Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Im 10. Jahrhundert spricht noch niemand von den Deutschen. Die Stämme der Bayern, Sachsen, Schwaben und Franken verbindet vor allem ihre Sprache. Ein Gegner von außen stärkt den Zusammenhalt. Er will die Gunst der Stunde nutzen, als König über die deutschen Lande herrschen und als Kaiser über das christliche Europa. Otto der Erste. Sieben Aufgebote deutscher Stämme, 12.000 Krieger aus Bayern, aus Franken und Schwaben, aus Lothringen und Böhmen sind dem Hilferuf ihres Königs gefolgt. Otto setzt alles auf eine Karte. Er sucht die Entscheidungsschlacht. Gegen König Otto sind die Ungarn noch nie in die Schlacht gezogen. Dennoch sind sie ihres Sieges sicher. Ihr Ruf eilt ihnen auch diesmal voraus. Jahr um Jahr, schon mehr als 50 Mal, sind die gefürchteten Steppenreiter plündernd in das Reich eingefallen. Sie brannten Burgen, Städte, Kirchen nieder und richteten unter der Bevölkerung ein Blutbad an. Niemanden verschonten sie. Berichtet ein Chronist, Feinde der Menschen und der Christenheit wurden die Ungarn deshalb genannt. Lass sie kommen! Lasst sie kommen! Habt Mut und schützt doch! Für König Otto steht alles auf dem Spiel. Seine Krone und seine Vision, ein mächtiger Kaiser zu werden wie Karl der Große. In der Abwehr des Gegners sind sich die deutschen Stämme einig. Es geht auf Leben und Tod. Deutschland im 10. Jahrhundert. Unwegsame Landschaften, tausende Jahre alte Urwälder. Ein Land noch kaum erschlossen, ohne feste Grenzen, in dem 4 Millionen Menschen leben. Seine Zukunft ist noch ungewiss. Neunzehn Jahre vor der Schlacht auf dem Lechfeld ist Otto noch Herzog von Sachsen. Mit seinem 6-jährigen Sohn Liudolf, der ihm einmal nachfolgen soll, ist er nach Aachen unterwegs. Fast alle seine Untertanen sind Bauern, meist Unfreie, die gerade genug zum Leben haben. Noch spricht niemand von einem König der Deutschen. Ja, Sie! Es ist ein Land der Herzöge und Stämme. Die einen gemeinsamen König wählen. Ottos Vater, König Heinrich, ist gestorben. Unter seinen Söhnen ist ein Nachfolger zu wählen und zu krönen. Hier in Aachen. Dafür hat Otto alle Herzöge und die höchsten Grafen der Stämme rufen lassen. Die Geschichte der Deutschen kann man hier beginnen lassen, mit dem Einzug Ottos des Ersten in die Kaiserpfalz von Karl dem Großen. Nicht nur Adlige sind gekommen. Auch viel Volk, wie die Chronisten berichten. Erzbischof Hildebert von Mainz heißt Otto willkommen. Und sein Bruder?
Welche Freude, Tankmar, dass du gekommen bist. Freude? Mit Freude bin ich nicht gekommen. Hüte dich, mein Bruder. Du magst wohl der Ältere von uns sein, aber unser Vater bestimmte mich zum alleinigen König, als den besten und mächtigsten seiner Söhne. Hüte besser du dich. Nicht einmal in Sachsen hast du alle hinter dir und außerdem, wo ist denn unser geliebter Bruder Heinrich? Dort, wo er mir nicht schaden kann. Und auch dir, lass das eine Warnung sein. Ich warne dich, erhebst du je die Hand gegen mich, dann hast du nicht nur deine Brüder zu Feinden. Vergiss das nie. Der Streit geht um die höchste Würde. Otto will sich in der Pfalzkapelle zum Nachfolger von König Heinrich krönen lassen. Hier ruhen die Gebeine Kaiser Karls des Großen, der wie ein Stammvater von Deutschen und Franzosen verehrt wird. Im Jahr 843 teilten seine Enkel das Frankenreich auf in die Königreiche Westfranken, ein Mittelreich und Ostfranken. Dort lebten vier alte germanische Stämme, Sachsen, Franken, Schwaben und Bayern. Aus dem Stammesland wird einmal das Diuzsche Land, das Land der Deutschen, hervorgehen. Von Ottos Vater, König Heinrich I., gibt es nur ein fast unkenntliches Bild auf einem Siegel. Er brach mit der langen Tradition seit Karl dem Großen. Um die Herrschaft dauerhaft zu sichern, teilte er sein Reich nicht unter seinen Söhnen auf. Nur einer sollte König werden, Otto. Es war der erste Schritt zu einem Königtum der Deutschen. Was am Krönungstag in Aachen geschieht, ist in der Chronik des Mönchs Widukind überliefert. In einer Zeit, als kaum einer lesen, geschweige denn schreiben kann, nicht einmal im Adel, bedarf es der großen Gesten und bedeutungsvoller Rituale. Sie machten ihn nach ihrem Brauch zum König. Dann versprachen sie ihm Rat und Hilfe, berichtet der Chronist Widukind. Deine Feinde sind meine Feinde. Deine Freunde sind meine Freunde. Ich will dir allzeit treu zur Seite stehen, aufrichtig zu dir, hold und gewärtig sein. Die Herzöge geloben ihrem König Gefolgschaft. Der Monarch soll immer wissen, es sind die Führer der Stämme und die Fürsten, die ihn wählen. Vom Krönungstag Ottos an galt dieses Wahlprinzip für fast 9 Jahrhunderte. Bei Otto ist die Wahl zum König noch begleitet von der Zustimmung des Volkes. Wenn euch diese Wahl gefällt, erhebt die rechte Hand zum Himmel empor. Und die Wahl gefiel dem Volk, berichtet der Mönch Widukind. Hier, im Oktogon des Aachener Domes, wo heute noch der Thron von Kaiser Karl dem Großen steht, wird Otto I. zum König gekrönt. Und weitere 30 deutsche Herrscher werden ihm folgen. Mit der Salbung durch Erzbischof Hildebert wird Otto im Verständnis seiner Zeit zum Stellvertreter Gottes auf Erden. Und niemals möge dein Haupt ohne das Öl der Barmherzigkeit sein. Und als der Bischof ihm das Diadem aufsetzt, ernennt er ihn zum König und zum Nachfolger Karls des Großen. Auf dass du jetzt und in Zukunft mit ewigem Lohn gekrönt. Göttlicher Wille. Die Ernennung durch die Fürsten und das Erbe der Geschichte, darauf soll deutsches Königtum künftig beruhen. Er ist jetzt König aller deutschsprachigen Stämme. Aber wird ihm das genügen? Was hat er vor? Das ist der Thron eines Kaisers, nicht eines Königs. Als Otto auch noch den Thron von Karl dem Großen besteigt, wird dies als ungeheuerliche Anmaßung verstanden. Als wolle er demonstrieren, dass auch er Kaiser werden will über die gesamte abendländische Christenheit. Wo
Otto der Große war der erste Herrscher des Mittelalters, der die Monarchie durchsetzen wollte. Das führt zu großem Widerstand in seiner Familie, bei seinen Brüdern, die an der Königsherrschaft beteiligt sein wollen. Mit großer Gewalt geht er dagegen vor. In anderen Fällen versucht er, Ansprüche zu berücksichtigen. Insgesamt wird man sagen müssen, Otto der Große hat mit Gottvertrauen, mit großer Beharrlichkeit konsequent durchregiert. Im Mittelalter wird vom Sattel aus regiert. Denn eine Hauptstadt, einen richtigen Regierungssitz, den gibt es im Reich nicht. So zieht Otto als Reisekönig gut 180 Tage im Jahr mit seinem fast 2000-köpfigen Gefolge durch die deutschen Lande. Wenn der König kommt, müssen Städte, Dörfer und Klöster für die Verköstigung sorgen. Vor allem die Bauern trifft es hart. Gott segne den König, aber möge er nie wiederkommen, lautet ein Spruch. Ottos erster Weg nach der Krönung in Aachen führt in die Stiftskirche von Quedlinburg. In ihrer Krypta haben Restauratoren in jahrelanger mühevoller Arbeit fast überdeckte Wandmalereien wieder freigelegt. Unter den vielen biblischen Szenen des Gewölbes kommt auch ein sehr weltliches Bildnis zum Vorschein. König Otto mit Kronhaube und Zepter. Mehr als 1000 Jahre nach seiner Entstehung geben die Restauratoren dem Fresko aus der frühen Epoche deutscher Geschichte wieder ein Gesicht. Die aufwendig restaurierte Stiftskirche von Quedlinburg zählt heute zum Weltkulturerbe. Zu der Krypta fühlte sich Otto immer wieder hingezogen. Sie war sein spiritueller Mittelpunkt. Immer wieder pilgerte er, den man den Beter nannte, an das Grab seines Vaters König Heinrich, dem er sein Königtum verdankt. Vater Rosa, der ist in dem hohen Himmel regiert. Der Wehit sieht ihn an. Kummer den Rigi. So klingt das Vaterunser auf Altsächsisch in der Sprache Ottos. So an dem hohen Himmel regiert. Als König muss Otto nicht nur seine Brüder fürchten, die ihm die Bevorzugung durch den Vater neiden. Immer wieder ziehen ungarische Reiterscharen plündernd und mordend durch das Land. Magyaren nennen sie sich. Otto ist nun in der Pflicht als Schutzherr des Reiches. Amen. Und als tiefgläubiger Christ. Und schütze uns, oh Herr, vor den Pfeilen der Ungarn. Zum Schutz vor den ungarischen Reitern hatte schon Ottos Vater Befestigungen wie die Sachsenburg Werla bauen lassen. In Zeiten der Gefahr konnten sich die Menschen in die von Wellen, Gräben und Palisaden umgebenen Fluchtburgen zurückziehen. Der König gab den Bauern Land und Waffen. Und in Speichern ließ er Korn einlagern, damit seine Untertanen auch längeren Belagerungen standhalten konnten. Bis heute sind die Wallanlagen jener Sachsenburg noch sichtbar. Damals aber konnten selbst sie nicht verhindern, dass die Magyaren Jahr für Jahr im Reich einfielen. Der Reisekönig Otto zieht von Ort zu Ort. So werden einige seiner Untertanen ihn gesehen und mit ihm gesprochen haben. König Otto. Wana bist du? Woher bist du? Anska, Fana Verla, Burgikomo. Vada Iuva Heinrich, Frian mi verlet, dat Biverie Land wieder Ungara. Wat da bibrenges? Meroth angewan mugi. Bano fi fodian mot. Willi willan digan min?
Bukuning Fikropit, Gang, Gang in Gottes Namen. Ja. Woher wissen wir, wie die Menschen hierzulande damals sprachen? Konnten die Stämme in Ottos Reich einander verstehen? Die Stiftsbibliothek St. Gallen birgt viele Schätze aus dem frühen Mittelalter. Handschriften geben Aufschluss, wie die Deutschen sich damals verständigten. Das älteste Buch in deutscher Sprache wurde hier um das Jahr 800 von Mönchen geschrieben. Es ist ein Wörterbuch für Reisende, der Codex Abrogans. Aus dem Wort Sanftmuati kann man schon unser neuhochdeutsches Wort sanftmütig, aus Deomodi, demütig, heraushören. Sie sprachen eine Sprache, die sie untereinander verstanden, obwohl sie, wie wir heute sagen würden, stark dialektgefärbt war. Also man sprach den Dialekt des Bayerischen, des Sächsischen, des Fränkischen, des Alemannischen, verstand sich zum Teil mit Mühe, während das, was wir heute Althochdeutsch nennen, eigentlich ein moderner Kunstbegriff ist. Es ist nicht eine Sprache, die die Menschen wirklich gesprochen hätten. Otto der Große hat etwa in Regensburg dadurch Aufsehen erregt, dass er sächselte. Das ist konkret bezeugt. Der sogenannte Magdeburger Reiter. Er gilt als Bildnis Ottos. Nicht nur seine Brüder, auch manche Herzöge hat der ehrgeizige König gegen sich. Seine Macht kann er nur sichern, so weiß er, wenn er seine Stammlande ausbaut. Hier an der Elbe lebt um das Jahr 1000 das mächtigste Volk deutscher Sprache, die Sachsen. Den unbedeutenden Fischerort und Marktflecken Magadoburg macht Otto I. zur Königsstadt Magdeburg. Er lässt den Ort mit einer Mauer umgeben, lässt Kirchen bauen, eine Königspfalz und den Dom. Magdeburg war eine der prächtigsten Städte Deutschlands, bis zur Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg. Der Dom zählt seit seinem gotischen Umbau zu den größten Kathedralen in Deutschland. Um das Jahr 1240 wurde das thronende Paar in Sandstein gemeißelt. Eine der schönsten Plastiken des deutschen Mittelalters. Dargestellt sind der Überlieferung nach König Otto und seine erste Gemahlin Edgitha. Als die von Otto geliebte Königin starb, heiratete er erneut. Seine Wahl fällt auf Adelheid von Burgund. Mit der Witwe des italienischen Königs hat Otto einen kleinen Sohn, Heinrich. Sein Sohn aus erster Ehe, Liudolf, ist längst erwachsen. Schon bei der Krönung in Aachen war er dabei. Bislang gilt er als rechtmäßiger Nachfolger seines Vaters auf dem Thron. Na, kleiner Italiener? Lass das, Liudolf, hör sofort auf! Untersag ihm das, Otto! Zeig Respekt für den zukünftigen König! Sagtest du König? Ja. Ich bin dein legitimer Nachfolger. Gedenkst du etwa, alle Eide zu brechen? Für sie? Mein Vater schweigt. So muss ich also antworten. Niemand konnte ahnen, wie weit Liudolf gehen würde, um seine Anrechte auf den Thron durchzusetzen. Und welche Verbündete er dafür sucht. Im Jahre 953 fallen die Ungarn erneut in das Reich Ottos ein. Sie zündeten Burgen und Städte an und richteten ein solches Blutbad an, dass eine totale Entvölkerung drohte, schreibt ein Chronist. Die Feinde Gottes und der Menschheit, wie man die Ungarn damals nennt, dringen vor bis an den Rhein.
Nur das Schwabenland bleibt verschont, das Herzogtum Liudolfs. Ottos Sohn hat den Entschluss gefasst, nicht gegen die Ungarn zu kämpfen, sondern mit ihnen zu verhandeln. Wie auch andere Adlige versucht er, die Beutelust der Magyaren mit Gold und Silber zu stillen. Doch Liudolf will mehr. Er trifft sich mit Horka Bulksu, dem Heerführer der Ungarn. Sag ihm, ich weiß noch fettere Beute für euch. Liudolf will sich nicht nur bei den Ungarn freikaufen. Sie sollen die Macht seines Vaters ins Wanken bringen. Ihm helfen, seinen Anspruch auf die Krone durchzusetzen. Bist du wirklich König Ottos Sohn? Ja. Sein erstgeborener Sohn. Aber die Krone will er mir nehmen. Mein Begleiter wird euch an den Rhein führen. Dort findet ihr mehr Beute, als ein Mann tragen kann. Geht und bedient euch an den Reichtümern meines Vaters. Liudolfs Komplizenschaft mit den Ungarn wird bekannt. Er setzt nicht nur die Herrschaft seines Vaters aufs Spiel. Er ebnet den Magyaren den Weg ins Land. Was dann im Rosstal in Mittelfranken geschieht, mag so gewesen sein, wie das Hildebrandlied den Vater-Sohn-Konflikt beschreibt. Die Recken rückten ihre Rüstung zurecht. Sie strafften ihre Panzerhemden und gürteten ihre Schwerter. Zwei Männer von gleichem Blut, Vater und Sohn. Was hast du mir angetan? Was hast du mir angetan? Wie viel Treulosigkeit willst du mir noch antun? Bist du nicht mein Fleisch und Blut? Weil ich es bin, du nimmst mir alles, Krone, Ehre und Stolz. Unterwirf dich deinem Vater. Niemals. Lass ihn gehen. Liudolf kann aus dem Rosstal fliehen. So habe ich denn den eigenen Sohn zum schlimmsten Feind, klagt Otto. In Regensburg an der Donau findet Liudolf Zuflucht. Otto lässt die Bischofsstadt 6 Wochen lang belagern. Es kommt zu einer Hungersnot. Die Tore werden geöffnet. Noch in derselben Nacht brennt Regensburg fast völlig nieder. Liudolf aber kann erneut fliehen. Wird er den Kampf gegen seinen Vater fortsetzen? Wird er wieder Hilfe bei den Ungarn suchen? Der König ging damals zur Jagd an einem Ort namens Suvildun, berichtet der Chronist Widukind, als plötzlich ein abgerissener Krieger ins Lager kommt. Es ist Liudolf, Ottos Sohn. Durch seinen Verrat hat er sich isoliert. Die Herzöge stehen geschlossen auf der Seite des Königs. Erhebe dich, mein Sohn. Liudolf war von tiefster Reue ergriffen. Er gelobte fürderhin zu gehorchen und in allem den Willen des Vaters zu erfüllen. So die Überlieferung. Als König von Gottes Gnaden sieht sich Otto zu christlicher Milde gegenüber dem verlorenen Sohn verpflichtet. Aber das Recht auf die Thronfolge hat der Sohn ein für allemal verwirkt. Nun stellt sich Otto dem äußeren Feind. Es gilt, mit vereinten Kräften die Ungarn zu vertreiben. Aus allen Teilen des Reiches ruft der König die Krieger der Stämme auf das Lechfeld bei Augsburg. Die Stadt wird von den Ungarn belagert. Sie will sich nicht ergeben.
In der Kirche St. Afra erinnert noch heute das sogenannte Ulrichkreuz an die Belagerung vor über 1000 Jahren. Die Augsburger hofften, dass Otto sie mit dem Aufgebot der Stämme befreit. Die Verteidigung gegen die Ungläubigen wurde von Bischof Ulrich organisiert. Er sei sogar den Ungarn mit Todesmut entgegengeritten, so heißt es. Unter diesem Banner soll Otto, der Legende nach, mit Kriegern aus dem ganzen Reich auf das Lechfeld gezogen sein. Die Aufgebote kommen aus Bayern, aus Schwaben, Böhmen, Franken und Lothringen. Die meisten Krieger werden von mächtigen Bischöfen gestellt. Unter dem Banner des heiligen Michael versammelt Otto eine für die damalige Zeit gewaltige Streitmacht. 12.000 Krieger. Es soll die Entscheidungsschlacht werden. Von Otto sind kämpferische Worte überliefert. Die Ungarn haben unsere Städte zerstört, Kirchen in Brand gesteckt, viel Volk getötet. Sollen wir in unserem eigenen Land vor den Feinden Gottes und der Menschen zurückweichen? Männer, wir müssen vor den Heiden und ihrer Kühnheit festen Mut beweisen. Der sächsische Mönch Widukind ist der Einzige, der von der Rede Ottos auf dem Lechfeld berichtet. Unverkennbar wollte er der Nachwelt ein heroisches Bild des Königs überliefern. Jetzt lasst uns lieber mit dem Schwert statt mit der Zunge sprechen. Vater im Himmel, gib uns Sieg und Leben! Spätere Generationen werden diesen Moment auf dem Lechfeld die Geburtsstunde der Deutschen nennen. Die Lanze, die König Otto in der Lechfeldschlacht mit sich führte, gehört zu den sogenannten Reichsinsignien, die heute in Wien aufbewahrt werden. Vergleichende Untersuchungen zeigen, es ist eine Flügellanze aus der Zeit Karls des Großen, wie es viele gab. Diese aber ging in die Geschichte als heilige Lanze ein. Zu den Zeiten Ottos des Großen galt die heilige Lanze als ein Zeichen von Herrschaft. Ihr Besitzer galt als der wahre Vertreter der Königswürde. Diese besondere Stellung der heiligen Lanze kommt daher, dass man sie als Reliquie interpretierte, mit der ein spezielles Zeugnis von der Passion Christi erhalten geblieben wäre. Der Legende nach hat ein römischer Soldat mit dieser Lanze dem gekreuzigten Jesus die Seite geöffnet. So hielten Otto und seine Krieger sie für heilig. Diese Stellung als Reliquie gab ihr die Aura einer siegbringenden Waffe, die in der Schlacht den Truppen Ottos des Großen beistehen würde. Damit konnte man sich als unbesiegbar erachten. Otto hat ein weites, freies Gelände gewählt. Seine Panzerreiter lässt er lange Reihen bilden. Sie sollen geschlossen bleiben. Kommen lassen! Lass sie kommen! Hab Mut! Uns schützt Gott! Die heilige Lanze soll dem Kampf eine religiöse Weihe verleihen. Für Ottos Krieger sind die Ungarn Heiden. Ihre Bogenschützen sind gefürchtet. Sie bringen den Tod aus der Entfernung. Nahkämpfen gehen die wendigen Reiter aus dem Weg. Sie
schießen nicht gezielt, sondern mit verheerenden Streusalven. Doch die Streitmacht Ottos ist diesmal besser gerüstet. An ihren Schilden prallen viele Pfeile ab und auch die Kettenhemden bieten Schutz. Seine Reihen halten Stand, zur Überraschung der Ungarn. Darauf hat Otto gesetzt. Männer, kommen! Nun gehen die Reiter des Königs in die Offensive. Die Kühneren unter den Feinden leisteten anfangs noch Widerstand. Als sie aber sahen, wie ihre Gefährten flohen, gerieten sie zwischen die Unsrigen und wurden Mann für Mann niedergemacht. So beschreibt der Chronist die Schlacht. Für den Kampf Mann gegen Mann sind die Ungarn nicht gerüstet. Sie haben nur leichte Waffen. Den Lanzen und den Langschwertern der Gegner haben sie nichts entgegenzusetzen. Der Sieg auf dem Lechfeld verschafft Otto die Geltung, die er wollte. Als auserwählter Streiter Gottes und glorreicher Monarch sieht er sich von nun an auch zu höheren Würden berufen. Gnädig ist er nicht. Kein Ungar soll in seine Heimat zurückkehren. Die Gefangenen werden geköpft und nicht nur ihr Heerführer Horka Bulksu aufgeknüpft. Grausame Rache. Doch die Schlacht auf dem Lechfeld ist der Wendepunkt. Eine Niederlage Ottos des Großen hätte wohl dazu geführt, dass das Reich in Tributabhängigkeit von den Ungarn geraten wäre. Möglicherweise wäre Otto ja auch gefallen. All das hätte dazu geführt, dass das Reich wohl wieder in die Organisation der einzelnen Stämme zurückgefallen wäre. Der Sieg auf dem Lechfeld bringt für Otto den Großen eine unangefochtene Stellung. Er ist in ganz Westeuropa anerkannt. Man wird sicher sagen können, dass das für eine Identitätsbildung im Ostfränkischen Reich, die dann später zum Deutschen Reich führen wird, eine große Rolle gespielt hat. König Otto erhält nun den Beinamen der Große und wird Verteidiger des Vaterlandes genannt. Der gemeinsame Sieg auf dem Lechfeld hat die deutschen Stämme einander näher gebracht. Das Reich nimmt jetzt Konturen an. Von den Alpen erstreckt es sich bis an Nord- und Ostsee, im Osten bis an Elbe und Saale. Doch Otto denkt in anderen Dimensionen. Wie Karl der Große will er an die Tradition der römischen Kaiser anknüpfen. Doch um Kaiser zu werden, muss er auch nach Italien ziehen. Mit einem Gefolge von mehr als 1000 Kriegern überquert Otto im Jahr 961 die Alpen. Ein Hilferuf des Papstes ist der Anlass. Johannes XII. Wird von einem Fürsten bedrängt, der dem Pontifex die Herrschaft über Rom streitig machen will. Otto siegt und festigt seine Herrschaft in Italien. Auf den Straßen der einstigen Cäsaren zieht er nach Rom. 50 Jahre ist Otto der Große inzwischen. Damals ein hohes Alter. Als König kommt er. Als Kaiser will er aus der Metropole des alten Römischen Reiches in seine Heimat zurückkehren. Die Römer sind davon nicht angetan. Jetzt hat dich, ewiges Rom, der sächsische König genommen, lautet ein Spruch der Zeit. Am Ort, wo heute der Petersdom Michelangelos steht, hatte der Papst einst Karl den Großen zum Kaiser des christlichen Abendlandes erhoben. So soll es auch diesmal sein. Auf diesem Rundstein aus Porphyr, so heißt es, wurde der Sachse Otto zum Kaiser gekrönt.
zum Kaiser des Römischen Reiches, das einmal das Heilige Römische Reich Deutscher Nation heißen wird. Der Schwur, den Otto dem Papst für die Krönung zum Kaiser zu leisten hatte, gefiel den Römern nicht und nicht den Fürsten Italiens, berichtet ein Chronist. Im Namen Jesu Christi gelobe ich, dass ich allzeit dieser heiligen römischen Kirche und all ihrer Besitzungen Beschützer und ihr Verteidiger sein werde. Empfange nun das Zeichen der Herrlichkeit. So kommt es zum Bund zwischen dem deutschen König und dem römischen Papst. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Otto hat jetzt sein Ziel erreicht, die Nachfolge Karls des Großen in Europa anzutreten. Signum Gloriae, das Zeichen der Herrlichkeit. Die Reichskrone ist die bedeutendste Insignie des Reiches. Sie wird heute in der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt. Mit ihr, so heißt es, wurde Otto der Große zum Kaiser gekrönt. Diese Krone ist nun für Jahrhunderte Symbol des Kaisertums. Symbol des Reiches. Die Könige David und Salomo nimmt Otto sich zum Vorbild. Und über allem steht im Namen Gottes: Per me reges regnant, durch mich regieren die Könige. Die Krone und die Kaiserwürde verschafften den Herrschern einen Vorrang vor allen anderen europäischen Königen. Eine größere Würde, aber keine größere Macht. Diese Krone trugen bis 1806 alle Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Kaisertum und Reich begleiten fortan die deutsche Geschichte. Mal als einendes Band zwischen den deutschen Fürsten, die auf Eigenständigkeit bedacht sind, mal als Auslöser für Krieg und Spaltung. Doch die Reichsidee verbindet die Deutschen über Grenzen und Konfessionen hinweg. Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Anfang des 19. Jahrhunderts wird der Mythos vom Kaiserreich 1871 im sogenannten Zweiten Reich, dem Wilhelminischen, wiederbelebt. Hitlers sogenanntes Drittes Reich sucht die Insignien für sich zu vereinnahmen, doch am Ende steht der Spott der Sieger. Der aus sächsischem Adel stammende Herrscher ist nun König der Deutschen, König von Italien und Kaiser des abendländischen Christentums. Liebling der Welt und Haupt des ganzen Erdkreises wird er genannt. Mit seinem Imperium wachsen auch die Herausforderungen. Nach Italien fühlt Otto sich hingezogen. Der Süden gefällt dem Sachsen und seiner Kriegerschar. 10 lange Jahre ist Otto mit seiner Gefolgschaft in Italien gebunden, muss sich dort gegen mächtige Gegner behaupten, gegen italienische Fürsten, gegen Byzantiner und Araber. Die lange Abwesenheit vom Land seiner Geburt gilt als Sünde des Königs. Sein Königreich ist verwaist, heißt es. Das ist der Preis für sein europäisches Imperium, das auch vom byzantinischen Kaiserreich im Südosten angefochten wird. Da Otto Byzanz nicht bezwingen kann, will er Frieden schließen durch einen Ehebund. Sein Sohn soll eine byzantinische Prinzessin heiraten. Doch es ist die falsche Braut. Die Tochter des Kaisers wurde euch versprochen. Sie wollen uns stattdessen eine ferne Verwandte unterschieben. Sie ist nicht in Purpur geboren, das ist Betrug. Sagt sie dir zu? Sie ist meiner nicht würdig. Schick den Bastard zurück.
Der Kaiser sucht eine versöhnliche Lösung, entscheidet selbst für seinen Sohn. Wie heißt du, mein Kind? Theophanu. Theophanu. Um des Friedens willen. Theophanu. Akzeptiert Otto die Braut. Eine der schönsten Heiratsurkunden des Mittelalters besiegelt das Bündnis zweier Welten, die nun einander anerkennen. Otto der Zweite und Theophanu werden gemeinsam regieren. Doch mit welchem Erbe? Man sollte betonen, dass die Zeit Ottos des Großen wirklich mehrere Meilensteine auf dem Weg in Richtung auf eine deutsche Geschichte gesetzt hat. Und diese Meilensteine sind die Lechfeldschlacht, das Kaisertum. Und damit hat Otto der Große eigentlich genug für die deutsche Geschichte getan. Nach den vielen Jahren in Italien sehnt sich Otto wieder nach dem Land der Väter. Mit großem Ruhm und siegreichen Truppen zog er zurück nach Germanien, schreibt Widukind, sein Chronist. Theophanu, was liest du so interessiert? Ihr Land ist durch Sümpfe und Wälder grauenerregend. Als berauschendes Getränk dient ihnen ein Gebräu aus Gerste und Weizen, so steht es hier. Über wen steht das dort geschrieben? Natürlich über eure Vorfahren, die Germanen. Warum heißt ihr eigentlich Teutonen bei den Römern? Weil sie uns wie die Teutonen fürchten, die einst in Italien einfielen. Und nun ist ein Sachse ihr Kaiser. Sie nennen euch aber auch abfällig Tedeschi. Die Deutschen. Oh, diese hochnäsigen Römer. Sie schätzen nur ihr Latein und verachten die Sprachen der germanischen Völker. Und stimmt es, dass euer Durst nach berauschendem Weizensaft überaus maßlos ist? Und dass es keine Schande ist, Tag und Nacht zu zechen? Bei uns Sachsen? Na. Aber auf die Bayern trifft es wohl zu. Als Sachsen, Schwaben, Franken und Bayern sind sie mit Otto dem Großen nach Rom gezogen. Mit der Kaiserkrone und mit dem Namen, den die Italiener ihnen gaben, kehren sie in ihre Heimat zurück. Sie werden sich an den Namen gewöhnen und sich schließlich auch selber so nennen. Die Deutschen.